Transfer das Audio 4, denke 2 Minuten nach. Ja, wenn ihr Schokolade, Chips oder sonstige Snacks zum kurzfristigen Frustabbau locken, sind sie schneller weg, als man gucken kann. Handelst du so? Dann geht es dir so wie mir in manchen Situationen. Doch ich habe einen Tipp für dich. Denke 2 Minuten nach, bevor du zu deinem Snack greifst. Stelle dir eine Frage. Dein innerer Schweinehund ist ein raffiniertes Biest. Er weiß, dich super zu manipulieren und kennt deine Schwächen. Neigst du bei Frust zu einer schlimmer Liese oder schlimmer August zu werden, haut der Schweinehund in diese Kerbe und frohlockt: Hey, du bist gefrusteter. Nimm dir das Stück Schokolade, na los, mach schon, denn das ist dann ist dein Frust weg und alles wieder gut. Höre nicht auf deinen inneren Schweinehund und sage ihm freundlich, aber bestimmt: Ich werde nicht jetzt wieder aus Frust essen, sondern 2 Minuten lang an die frische Luft gehen und dreimal tief durchatmen. So ist der Schweinehund halbwegs zufrieden, und mit dem Kniff an die Luft zu gehen, baust du deinen angestauten Frust ab und kannst danach wieder zurück an den Tagwerk gehen. Noch besser ist eine kleine Sporteinlage. Bei Frustmomenten wie Kniebeugen, schnell die Treppe rauf und runter rennen oder eine Runde Tabata. Ich kann dir das hochintensiv Intervalltraining Tabata zum Frustaufbau sehr echt empfehlen. Danach fühlst du dich befreit und kannst wieder entspannt arbeiten. Du siehst, der Griff zu einem Snack zum Frustaufbau ist nicht die beste Lösung. Stattdessen halte 2 Minuten inne und widerstehe dem Wunsch deines inneren Schweinehundes, den vermeintlich einfachen Weg zu wählen. Bleib fit, bleib gesund und aktiv. Dein Tanz für die Andi. Bis zum nächsten Tanz für die Audio.